Die wahre Siegerin der Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt ist die Alternative für Deutschland. Im Magdeburger Landtag ist die AfD künftig sogar zweitstärkste Kraft. Die AfD-Vorsitzende Frauke Petri sieht den Kurs ihrer Partei durch die Ergebnisse der Urnengänge bestätigt. Wir sind uns einig darüber, dass die deutsche Gesellschaft nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahren eine immer weiterführende Spaltung erlebt, die häufig daran deutlich wird, dass die Mittelschicht immer weiter verarmt, dass Familien hoch belastet sind und wir damit die Zukunft unseres Landes mehr und mehr aufs Spiel setzen. Deswegen braucht es eine Partei, die bereit ist, den sozialen Frieden in Deutschland wieder stärker ins Visier zu nehmen. Und diese Partei, die Partei des sozialen Friedens, wollen wir sein. Besonders ihre kritische Haltung zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung wird für das starke Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen verantwortlich gemacht. Dennoch will Bundeskanzlerin Angela Merkel an ihrem flüchtlingspolitischen Kurs festhalten. Vom Grundansatz werde ich das so weiterverfolgen, wie ich das in den letzten Monaten getan habe. In Stuttgart und Mainz ist nun mit schwierigen Koalitionsgesprächen zu rechnen.